So, weiter geht's. Wir sind immer noch beim Untersuchen dieser Welt. Ja, hier ist Wasser, das irgendwie laggt. Ach ja, jetzt seht euch, da hängt so ein Plasmid, aber seht euch mal... Wartet, ich wollte das haben. Seht euch mal das an. Die Hand im Vergleich zum Seil jetzt. Seht ihr das? Die Hand ist doch mal viel zu klein. Die kann das Seil doch gar nicht halten. Das sieht voll komisch aus. So, verkaufst du. Du bekommst deinen Sonderrat an allen Verkaufsautomaten in Rapture. Okay, das... Wir kaufen uns gleich nachher noch einen Tonikum-Slot. So. Geld, Geld, Geld. Audi-Tagebuch. Rapture. Die klügsten Köpfe der Welt, vereint am Grund des Meeres, frei von Gesetzen und frei von Gott. Und doch sollten sich genau diese Menschen alle der gleichen Vorstellung vom Vorrang des Eigeninteresses verschrieben haben? Ryan konnte umwerfend naiv sein. Als Individuen, ganz gleich wie intelligent, war jeder ein Gefangener des eigenen Egos. Ein Meer der Träume, permanent im Fluss. Aber in Adam bleiben ihre Gene erhalten und können mit einem moralischen Träger abgeglichen werden. Utopia kann nicht vor dem Utopisten entstehen. Es wird in dem Moment entstehen, wo wir so weit sind, es zu erschaffen. Okay, irgendwas ist bei Lamp der Plan von wegen Utopia neu erschaffen oder so irgendwas. Oh, hallo. Eigentlich hätte ich dich, hässliches Weib, auch rekrutieren können, aber... Naja. So ist auch lustig. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Big Daddy Abend da. Bald ist Big Daddy... Oh mein Gott, eine Badewanne. Das erinnert mich an Half-Life Part 20 von Ali und ich mache sicher nicht nochmal Werbung dafür. Wir können die Badewanne nicht aufheben, wir brauchen eine Gravity Gun. Dose. So, okay, ist egal. Und ich hab schon wieder ist ja egal gesagt. Tut mir leid, falls euch das nervt. So, was ist hier drin? Ah ja, da hatten wir doch mal ein Audiotagebuch. Lasst mich. Also diese Tür geht ja nicht auf, ne? Da war ja irgendeine Plasmidlieferung oder so. Und der Schalter soll ja da an der Bar sein. Und der Käse da ist gleich nicht Schrott. So, okay, hier ist ein Schalter. Verdächtiger Schalter. Drücken? Fragezeichen. Nein, natürlich nicht. Der ist mir zu verdächtig. So, jetzt geht das da auf. Ich würde lachen, wenn da ein Feind drin ist. Der wäre da nämlich bis heute eingesperrt gewesen. Da war ja doch gerade was rot. Hallo? Okay, eine Überwachungskamera ist es. Und ein Geschütz. Okay. Wo ist die Überwachungskamera? Zeichner, kehr sofort um! Ich warne dich! Oh, ist da drin einer wahnsinnig geworden oder so? Keiner, dass du uns das Geschäft versaut. Das sind ja echt Gegner drin. Waren die da alle eingesperrt und sind wahnsinnig geworden oder so? Kann ich mir in diesem Spiel gut vorstellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, lass dich hacken. Wir haben ein Tonikum erhalten. Tödliche Maschinen. Deine gehackten Pots und Geschütze bewegen Rüstung und Schaden. Das legen wir auch noch größer. Aber jetzt muss ich kaufen noch Verbandskasten, danke. So. Der Typ ist gestorben. Den hat es völlig zerfetzt. Hier haben wir die Überwachungskamera, die mich irgendwie nicht sieht. Mich darf man nicht übersehen!
Okay, meine Kamera sieht die andere Kamera auch nicht. Oh, Zielerforschung abgeschlossen. Gut, wir brauchen nie wieder Kameras oder Bots oder sonst was fotografieren. Das ist gut. Das ist sehr gut, weil jetzt kann ich das da einfach nicht mehr. Und da auf dem Handy, da ist der Knopf, der ist meist rot unterlegt. Wenn man da lange drauf drückt, dann ist das Handy tot. Wenn man eine Überwachungskamera hackt, dann ist sie nicht tot, dann gehört sie zu dir und alle anderen sind tot. So. Hier ist ja noch ein. Hier ist ja noch ein Schalter. Was bringt denn der? Oh mein Gott. Mikrofon, den habe ich noch nie gefunden. Bin mir jetzt nicht sicher. Drei Eve-Spritzen, eine will ich nicht nehmen. Danke, Sir. Und natürlich sind mir sofort die Splice auf den Fersen. Das gefällt mir, das gefällt mir. Entschuldigung. Fuck. So, aber hier müsste eigentlich noch was sein. Und zwar da unten. Und es laggt wieder. Das reparieren wir mal. Danke. Jo. Oh, ich bin schon wieder müde. Habe jetzt schon viele Parts hintereinander aufgenommen. Ich nehme einen Vorrat auf. So. In Vorrat, auf Vorrat wollte ich sagen. So. Speer. Bringt nichts. Artefaktpfeil. So. So, was ist jetzt da drin? Was ist denn das? Das kann ich nicht mal trinken. Was ist denn das für ein Schock? Wer heißt Atlas? Oh mein Gott, ist das ein geheimes Hauptquartier von Atlas da gewesen oder so? Alles kaputt machen. Audio-Tagebuch, anyone? Ah, da. Frank Fontaine, ich wusste es. The Lamp hat Ryan ganz schön eingeheizt. Die Solidaritätsnummer war anfangs recht clever. Armenhäuser und Mindestlöhne? Absoluter Schwachsinn. Und dann diese Debatte über religiöse Rechte. Fragt sich, ob sie das aufgebracht hat, um zuzusehen, wie Ryan sich in seinem Affenkostüm windet. Lambs einziges Problem ist, dass sie sich diesen ganzen Käse selbst abkauft. Die Welt retten. Ha! Rapture ist einfach nicht ihr Pflaster. Ryan hat sie jetzt irgendwo kalt gestellt. Und ich schätze, da kommt für die Profis das Mitleid. Schön, wieder mal Frank Fontaine gehört zu haben. Tut mir leid, das ist zu offensichtlich. So, was haben wir denn hier noch? Cure All. Meditation füllen auch Eve auf, ja, total geil. Nein, weil das ist ja das Plasmid, das wir am dringendsten brauchen. Das ist schon wieder wer in meine Überwachungskamera gerannt. Ja, ja, alles Idioten, diese Splicer. Warte mal. Okay, im Wasser wäre das, sind Spider Splicer wohl nicht so gut mit Feuer zu. Hey, nein, nicht wegfliegen. Ich will dich hacken.
damit die... Stretch, okay, Stretch. Also, du bist ja neu, ne? Ich sag dir jetzt mal, wie das abläuft. Siehst du, das hier ist ein Splicer. Da musst du so machen und dann ist er tot. Stretch. 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 Ah, da bist du. Okay, Stretch. Hast du gut aufgepasst? Gut. Weil das Ganze ist dann im nächsten Part wichtig. Aber zunächst, Stretch, muss ich mir da vorne Verbandskisten kaufen, weil sonst überlebe ich nicht lange. Okay, anscheinend ist das nicht gut. Okay. Also, ich kaufe mir Verbandskisten, das nächste Mal geht's weiter. Tschüss.